Joschko, du machst hier zum vierten Mal beim Gesundheitsgipfel mit. Was ist dein Angebot hier, deine Dienstleistung für die Teilnehmer? Also ich betreue die sogenannte Gesundheitslounge, die wir als Rahmenangebot hier während der ganzen Veranstaltung für die Teilnehmenden aufgebaut haben, in einem separaten Raum mit unterschiedlichen, ich sag mal so, Entspannungs- und Regenerationsmöglichkeiten. Macht die Tagung denn ihr krank, dass Sie das brauchen, um sich hier wieder zu erholen? Nee, ich denke, die Tagung macht mich kränker als andere Tagungen auch. Aber sie ist, wie andere Tagungen auch, intensiv von den Inhalten, in der Regel relativ lang andauernd. Und da macht es generell Sinn, Pausen einzupflegen. Denn unser Körper und Geist ist ja nicht so gepolt, dass er so 10 Stunden hintereinander aufnehmen kann. Also der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, und du sorgst für die Entspannung. Ja, ich sorge für die Entspannung insoweit, dass ich die Anregungen gebe. Das bedeutet, wir haben CDs, Kirschkernsäckchen, Rotlichtlampe, Umlagerungsmöglichkeiten, Augenkissen, die möglichst selbstständig genutzt werden sollen. Also es ist nicht so sehr direkte 1:1 Betreuung, sondern eher Anleitung dazu, welche kleinen Möglichkeiten, die eben auch in dem Rahmen und dann möglichst auch im Arbeitsalltag nutzbar sind, machen was mit mir. Wir haben ja in der Hauptsache hier Betriebsräte, Personalräte als Teilnehmer dieses Gesundheitsgipfels. Hat sich so aus den Gesprächen, die du geführt hast, hier eine besondere Problematik herausgestellt, wo man sagen kann, okay, da gibt es Schwerpunkte bei genau diesem Teilnehmerkreis? Nicht wirklich. Also die Teilnehmer hier haben vor allen Dingen eben in diesem Arbeitskontext, in dieser Situation, in der sie dann sind, die gleichen Auffälligkeiten wie andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben auch. Also es sind, ich sag mal, Überlastungs- und Füllezeichen, die sich im Rücken zeichnen, die sich zeigen, die sich in Kopfschmerzen, Augenbeschwerden oder sowas zeigen. Das ist aber sicherlich nicht 1:1 verursacht durch die Veranstaltung. Da bringt man natürlich was mit, das zeigt sich. Und meines Erachtens zeigt es sich guterweise in diesem Rahmen, weil hier der Raum dafür da ist. Und das ist ja das, den Raum geben, Entspannungs-Regenerationsmöglichkeiten zu geben, ist genau das, was wir brauchen, weil es schützt uns davor, dass wir dann mit stärkeren und größeren Krankheiten ganz plötzlich und dramatisch ausfallen. So Feedbacks über Erfolge, kriegst du von den Teilnehmern etwas zurück? Ja, doch, das ist ganz schön, weil die Wirkung in der Regel sehr schnell auch nachvollziehbar und spürbar ist bei den Teilnehmenden. Also konkret, wenn sie sich mal 10 Minuten, Viertelstunde zurückgezogen haben, das heißt hingelegt, Decke, Beine hoch, Kopfhörer vielleicht mit einer CD auf die Ohren und sich damit so eine Abwechslung und Ruhe gönnen, merken sie das hinterher auch in Form von entweder wirklich weniger Beschwerden oder vor allen Dingen mehr gedankliche Ruhe. Und auch wieder genügend Abstand gefunden zu haben, um wieder zurück in die Veranstaltung und die Menge gehen zu können. Also das ist ein Punkt, den ich gerade dieses Jahr auffällig finde, dass wieder sage ich, das sind mir zu viele Menschen und zu viele Themen und zu viele Angebote. Ich muss jetzt mal in die Höhle irgendwie zurück. Okay, schönen Dank. Gerne. Das